Hallo und herzlich willkommen zu meinem vierten Monatsupdate hier bei Pauli Vegas. Wie schon erwähnt, der vierte Monat ist jetzt rum und ja, wie jeden Monat mache ich das wieder so, dass ich wieder jede einzelne Kategorie vorstelle und zu denen etwas dazu sage. Kommen wir zur Gefühlslage. Also ich bin super, super glücklich, denn wie ihr im Intro gesehen habt, hat eine männliche Stimme im Hintergrund gesprochen. Und das war mein Freund, der gerade zu Besuch hier ist. Und ja, das ist natürlich der Grund, warum ich super glücklich bin. Er hat mich über Weihnachten besucht und bleibt jetzt leider nur noch bis morgen, aber war 2 Wochen hier. Deshalb sieht es in meiner Gefühlslage sehr gut aus. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich die Kinder. Ja, langweilig wie immer, das ist alles perfekt. Ich verstehe mich mit denen gut. Sowohl mit dem Kleinen als auch mit den Großen. Auch das Verhältnis zu meiner Gastfamilie ist immer noch sehr, sehr gut. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es mittlerweile von Monat zu Monat einfach noch besser wird. Wir bauen eine immer engere Beziehung auf. Man hat immer das Gefühl, dass man nicht mit der Gastmutter oder mit dem Gastvater redet, sondern mit einem richtig guten Freund, was mich natürlich sehr glücklich macht. Der nächste Punkt ist die Sprache. Also dadurch, dass mein Freund jetzt hier ist, habe ich natürlich nicht so viel Englisch gesprochen, da ich auch einige Zeit frei hatte und deshalb natürlich logischerweise nur Deutsch geredet habe. Aber trotzdem, so wie im letzten Monat, ändert sich schon die Sprache, weil man halt immer neue Vokabeln dazu lernt. Aber trotzdem hat sich die Sprache nicht anders verändert als in den vorherigen Monaten. Kommen wir zum großen und tollen Punkt, nämlich den Erlebnissen. Es hat alles angefangen mit LA. Nämlich habe ich dort meine Freundin aus Texas getroffen. Und die war nämlich mit ihrer Gastfamilie dort und haben gesagt, wenn du schon nicht weit weg von mir bist, müssen wir auf jeden Fall was unternehmen. Natürlich stand dann auch Sightseeing an. Ich habe den Walk of Fame gesehen, das Hollywood Sign, die Melrose Avenue und am Santa Monica Pier, der mir richtig, richtig gut gefallen hat. Eine aus Las Vegas war zufälligerweise mit ihrer Gastfamilie dort und dann haben wir gesagt, lass uns treffen und lass uns nach Malibu fahren. Und das haben wir natürlich auch gemacht und es war einfach traumhaft schön, so wie man sich das wirklich vorstellt. Strand, blaues Wasser, blauer Himmel, Sonnenschein. Und das war wirklich super, super schön. Dann das nächste Erlebnis war Denver. Ich bin mit einer Freundin übers Wochenende nach Denver geflogen. Und wir hatten nicht so wirklich hohe Erwartungen von Denver. Aber die Erwartungen, die wir hatten, wurden auf jeden Fall übertroffen. Also es ist wirklich eine super, super schöne Stadt. Wir waren im Botanischen Garten. Da war so ein Ereignis, was sich Blossoms of Light nennt. Und da war halt alles richtig weihnachtlich geschmückt, was mega schön aussah. Dann haben wir natürlich noch Sightseeing in der Stadt Denver gemacht und in Boulder. Und wir waren auf den Rocky Mountains wandern. Als nächstes war ich noch zur Veranstaltung von meinen Gastjungs, zweimal zu Violinenauftritten und einmal zum Chorauftritt. Als nächstes war ich dann noch bei der Fremont Street. Wer das nicht kennt, das ist der alte Strip in Las Vegas. Dann habe ich natürlich noch viel mit meinem Freund unternommen. Ich war das allererste Mal nach 3,5 Monaten beim Las Vegas sein. Ich habe ihm einen Helikopterflug über den Strip geschenkt, was wir gemacht haben, was ich auch super cool fand. Man hatte einen richtig guten Ausblick über den Strip. Dann habe ich ihm natürlich meine tollsten Ecken gezeigt in Las Vegas. Haben in vielen Restaurants gegessen und hatten eine schöne Zeit in Las Vegas. Und jetzt kommen wir zum nächsten und letzten großen Ereignis. Und das ist, wo ich mich gerade befinde, nämlich in Seattle. Hier habe ich Weihnachten mit meiner Gastfamilie und meinem Freund verbracht, obwohl wir vorher in Las Vegas auch schon einmal Weihnachten gefeiert haben. Was ein bisschen verrückt war. Mein Freund und ich, wir haben 2 Nächte in einem luxuriösen Hotel in Seattle bekommen. Deshalb hatten wir auch noch die Chance, sehr viel Sightseeing zu machen. Wir waren natürlich auf der berühmten Space Needle. Dort hat man einen richtig tollen Ausblick auf ganz Seattle. Wir waren auf dem Farmers Market und ja, so ein bisschen umhergegangen, haben ein bisschen was eingekauft. Ja, aber größtenteils haben wir die Zeit hier irgendwo außerhalb von Seattle verbracht. Was super, super schön hier ist, erst recht an Weihnachten, als es geschneit hat, endlich mal seit einigen Jahren. Das waren alle meine Erlebnisse in diesem Monat. Jetzt komme ich noch schnell zu dem Kontakt nach Deutschland. Ich habe aufgrund der Weihnachtszeit sehr viel Kontakt zu meiner Familie und auch zur Familie von meinem Freund gehabt. Selbst am 24. haben wir zusammen gefacetimed und haben alle zusammen unsere Geschenke ausgepackt. Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich sehr doll Heimweh bekommen hätte, wenn mein Freund jetzt über Weihnachten nicht hergekommen wäre, weil das ja so die Zeit mit der Familie ist. Ich glaube, das hätte ich auch sehr doll vermisst, wenn keiner von zu Hause hier gewesen wäre oder ich zu Hause gewesen wäre. Deshalb hat das so ein bisschen mein Heimweh gelindert
worüber ich sehr glücklich bin. Und meine Familie kommt glücklicherweise auch bald zu Besuch, wo ich mich super, super doll drüber freue. Kommen wir zum letzten Punkt und das wäre der Punkt Geld. Ja, also sah es diesen Monat nicht so gut aus, da ich Weihnachtsgeschenke gekauft habe, da ich einen Flug nach Denver bezahlt habe, da ich nach LA gefahren bin, da mein Freund zu Besuch war, wir öfters essen gegangen sind. Aber meiner Meinung nach lohnt es sich, eher für Reisen Geld auszugeben, anstatt für Klamotten oder andere Sachen. Und ich bin ja wirklich hier, um zu reisen, um viel zu sehen. Und da ist es mir auch wirklich wert, dafür Geld auszugeben. Und ja, wir halten unseren Kontakt immer noch fleißig aufrecht, was mich natürlich sehr glücklich macht. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich der Nicht-Mehr-Beziehung! Also, er ist zu Besuch, deshalb würde ich mal sagen, unsere Fernbeziehung läuft derzeit nicht so gut. Stattdessen läuft die Beziehung sehr gut. Ich bin sehr glücklich, dass ich ihn hier habe. Ab übermorgen müssen wir wieder Fernbeziehung führen. Mhm. Und die läuft dann auch wieder gut, jetzt nach dieser kleinen Fernbeziehungspause. Genau. Ja, das war's auch schon wieder mit meinem vierten Monats-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und ja, abonnieren nicht vergessen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!